Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute stelle ich auf der Gamescom irgendwelchen Leuten Fragen, die nicht unbedingt mit der Gamescom zu tun haben. Aber schaut selbst. Und weil ich halt noch nicht so ein großer professioneller YouTuber bin, habe ich auch meine Freunde praktisch dazu verknechtet, mein Kameramann bzw. mein Kamerateam zu sein. Auch wenn mein Kameramann Kevin irgendwie mal weg war. Ich laufe jetzt alleine rum. Okay, aber egal, generell hat es funktioniert. Ich würde sagen, schauen wir doch mal, was für Fragen ich denn die Leute gestellt habe. Aber natürlich, man kann nicht immer mit den härtesten Fragen anfangen, deswegen erstmal die Grundfragen zuerst. Hi! Hallo. Wie heißt ihr? Michaela. Michaela? Englisch. Ja. Okay, dein Name? Annika. Worum geht's? Ne? Worum geht's? Das ist jetzt erstmal normale Fragen, würde ich sagen. Ne? Warum seid ihr zum Beispiel auf der Gamescom? Ich persönlich war einfach interessiert, weil ich gedacht hatte, ich war hier schon mal und es hat mir halt wirklich gut gefallen. Und ich werde auch ein bisschen gucken, ob ich neue Spiele finde, die man vielleicht so spielen kann. Ja. Hi, wie heißt du? Ich bin Vika, hi. Vika? Vika. Vika, interessanter Name. Hi, schön dich kennenzulernen. Bist du eine Zockerin? Sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier, ne? Also, wir müssen auch ein bisschen mit der Stange mitgehen, nicht, dass du einen Schlangenplatz hier verlierst, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Was sagst du denn? Oh, im Moment ganz, ganz, ganz viel Genshin Impact. Genshin Impact? Ganz viel, ja. Ist das noch andere Spiele oder nur dieses eine, wo du sagst, so, das ist mein... Nee, also wenn mal was Schönes rauskommt, so letztens Cyberpunk, ja, aber wenn was Gutes rauskommt... Letztens, ja. Das Cyberpunk lief aber nicht so gut auf der PS4, ne? PC. gehen wir nochmal Richtung etwas andere Fragen. Thema Jungs. Oh la la. Oh la la, ne? Oh la la. Okay, cool. So, jetzt kommen wir vielleicht etwas zu den unangenehmen Fragen. Oh Gott. Die haben schon Angst. Sollte euer Freund mitzocken können oder sowas in der Richtung? Sie lacht schon, okay, sie war schon ganz genau. Ich habe tatsächlich einen Freund, der hat das andersrum toll gefunden. Und zwar mein Freund, er spielt auch. Wir haben uns tatsächlich über ein Spiel auch kennengelernt, über Raft. Und zwar... Meine Freundin ist bei jemandem mit in die WG gezogen, der auch mitgespielt hat und die beiden haben dann einen Freund gehabt oder er hatte dann, also der Freund meiner Freundin hatte dann wiederum einen Freund, der wohnt bei mir in der Nähe. Und der, ich glaube, wir brauchen ein Whiteboard, das wird zu kompliziert. Ja. Und genau, über den, dann haben wir uns quasi beim Game kennengelernt und dann ging es halt zum Schreiben und ja, er findet es schön, dass er eine Freundin hat, die jetzt mitspielen kann und ich genauso. Sollte ein Junge zocken, mit dir zocken oder ist er ja so, dein Freund sollte nicht zocken? Er zocken. Aber dann so Spiele mit dir zocken oder genauso er so andere Spiele zocken? Kommt drauf an. Also es ist natürlich schön, wenn man mit jemandem zocken kann, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht, wo man, also es geht natürlich auch was anderes. Wenn ich auf was Bock habe, dann zocke ich es halt. Wenn mein Freund auf was anderes Bock hat, dann zockt er es halt so. Und wer ist besser im Zocken? Er wird das safe nicht sehen, deswegen kannst du ehrlich sein. Ich. Ich nehme mich John C. Ansage ist raus, ne? Also ich finde schon, dass halt mein Freund dann mitzocken sollte so. Ich meine, das ist jetzt kein Muss, aber es wäre halt schon praktisch, wenn man halt so ähnliche Hobbys hat und vor allem auch ähnliche Spiele spielt, damit man halt dann zu zweit spielen kann. Also ich meine, zum Beispiel Minecraft ist halt so ein Spiel, was jeder so spielen kann. Und ich finde halt so welche Spiele wie Minecraft oder Stardew Valley, wenn du das kennst. Ja, wirklich. Also was für jeden, deswegen, ja. Sollte dein Freund besser zocken sein als du in deinem Lieblingsspiel oder? Oh, mein Lieblingsspiel ist schon hart. Das ist da geht schon an die Ehre, ne? An die Ehre, ja. Ja, es kommt drauf an. Wenn er mir das dann beibringen kann und ich dann wiederum doch besser bin, dann geht das. Also du solltest schon besser sein, dein Lieblingsspiel, als dein Freund. Wäre schon nice, ja. Wäre schon nice. Okay, verstehe ich. Ich bin auch so jemand, ich will immer gewinnen. Das ist so. Ja, es kommt aufs Spiel, glaube ich, drauf an. Aber wenn es wirklich, ich sag mal, wenn es wirklich am Herzen liegt, dann wäre schon nice. Hi, wie heißt du? Shenkai. Shenkai. Was machst du so auf TikTok, YouTube? Also ich mache, mein Content dreht sich um Gaming. Ich versuche aber eher so mich als Person rüberzubringen und mit dem Schwerpunkt auf Gaming, ein bisschen Comedy, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Vlogs, alles querbeet. Sollte deine Freundin, sollte die auch zocken? Ja. Ja? Wäre sinnvoll. Wäre sinnvoll. Oder zumindest ein Verständnis dafür haben. Okay, Verständnis. Ja. Was ist, wenn sie besser in deinem Lieblingsspiel ist als du? Geil.
Echt? Es macht dir nichts aus, wenn sie besser ist? Es macht Spaß, gegen sie zu spielen. Ja, wenn die dich fertig macht, so eine Runde nach der anderen, jedes Mal verlierst du, haust hoch. Ich sag mal so, es ist, jeder Verlust macht dich besser. Also Gesunde Einstellung. Irgendwann wird man vielleicht besser als sie. Thema Friendzone. Oh, aber richtige Reaktion. Oh scheiße, nicht das. Hast du mal Erfahrung, ne? Ich am Friendzone oder andere mich? Wenn du jemand friendzonest. Ja. Aber du wurdest gefriendzoned? Nein. Warum fragst du dann? Okay, nö, ich noch nie. Die berüchtigte Friendzone. Also, guck mal, ich habe hier wohl Ladies mit Ahnung hier, ne? Die kennen sich ja aus. Nee, ich hatte es auch schon oft, dass gerade Leute online anfangen zu flirten und du denkst dir so, du bist wie mein kleiner Bruder, nein. Ganz schlimm. So, jetzt zum Thema Friendzone. Hast du schon mal sowas wie Friendzone erlebt? Nö, eigentlich nicht. Also, okay, das ist auch selten, ja. Ich bin immer schon eine gute Stecker. It's the motherfucking Deco Double G. Snoop Dogg. Er haut ja einen raus nach dem anderen. Gefällt mir. Nee, aber hast du schon mal jemanden gefriendzoned? Tatsächlich ja. Auch nicht beabsichtigt, aber es ist einfach so. Kennst du das, wenn du einfach so jemand findet dich voll gut, aber du hast einfach kein Interesse? So, du magst die Person, aber du hast kein Interesse an. Es passt einfach nicht. Das ja. Innere der Person oder das. Hast du schon mal Erfahrungen gehabt mit so Friendzone? Ja, nur ja, gefriendzoned. Ja, der weiß genau, was los ist. Geil. Fühl ich. Also du bist schon ein paar Mal in der Friendzone gelandet? Nur Friendzone. Ja, komm, fühl ich. Ganz ehrlich, ja. Ich auch. Aber bist noch nicht aus der Friendzone wieder rausgekommen, oder? Noch nicht. Bald. Wenn die Million kommt. Hast du eine Challenge oder was? Da hat die zu dir gesagt, ey, wenn du eine Million hast, dann geh ich mit dir aus, sonst nicht, oder was? Aber du weißt doch, wie Frauen sind. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Tja. Nee, aber wie ist das so? Warum kommen Typen bei dir in die Friendzone? Wenn ich halt kein Interesse habe, und dann ist das halt so. Und ich denke ja wirklich nur dann an Freundschaft und die andere Person nicht, dann friendzoned man halt. Könnte diese Person irgendwie wieder aus der Friendzone rauskommen, oder sagst du, Friendzone ist für immer? Ich glaube, es kommt auf die Person an. Okay, für die Zuschauer, die vielleicht das genau machen, wie könnte man es denn besser angehen? Ich würde sagen, das ist relativ ähnlich zu IRL-Sachen. Also du versuchst erstmal mit den Leuten zu reden, du versuchst Sympathie aufzubauen, du versuchst Freunde zu werden und die Leute kennenzulernen, bevor du... Ja, bevor, genau. Und das kommt eigentlich von mir selber. Also bei uns hat es auch, bei meinem Freund und mir hat es auch erst angefangen mit, hey, wohnst du eigentlich auch in NRW? Und ich so, ja. Und er so, ja, wo denn? Und ich so, Borken kennst du vermutlich nicht. Und er so, oh mein Gott, ich wohne genau da auch. Na, als ob. Ja, im Ernst. Ja, das deswegen. Und dann, wir haben halt erst ganz viel einfach nur geschrieben, über Musik auch viel. Und hey, hier ist noch ein Song, den du magst vielleicht. Weil wir den gleichen Musikgeschmack hatten, und dann ging es halt irgendwann weiter. Es ging auch an Flirten, dann sind wir irgendwann, haben uns mal so getroffen, sind spazieren gegangen, shoppen gewesen oder so, einfach nur ein bisschen gebummelt, noch einen Burger essen. Und genau, eigentlich ganz normal. Ich glaube oft nicht, aber es kann sein, dass man da rauskommt, wenn vielleicht die Person irgendwie was Besonderes für die andere Person gemacht hat oder sowas. So eine Art romantische Geste? Ja. Also wenn die andere Person dann merkt, so okay, vielleicht ist das doch mehr als nur Freundschaft. Deswegen, da geht es viel um dieses Feingefühl dabei. Ja. Also man sollte vielleicht immer mal wieder Sachen probieren und machen, aber dann, wenn der andere sagt, nee, du isst nicht, dann nicht unbedingt mit aller Gewalt weitermachen. Ja, genau. Dann, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Finde ich cool. Dann euch noch einen schönen Tag, ne? Danke. Have a good day. Aber die Leute waren total nett, die ich interviewt hatte. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Generell das Format hier auf der Gamescom. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ein Follow, macht das Plus weg, wie auch immer. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Womat. Ciao.